So Leute, während des Poststreiks sind nicht ganz so viele Verlosungsexemplare von Filmen an mich herangetragen worden, die ich für euch verlosen kann. Aber ein bisschen was, wie ihr gerade am Stapel gesehen habt, habt sich wieder zusammengesucht. Und das möchte ich gerne wieder für euch natürlich raushauen. Und für alle, die neu dabei sind, wieder kurz die Regeln erklärt. Ich werde euch gleich zu 4 verschiedenen Filmen Dinge zeigen, die ihr gewinnen könnt. Und werde zu jedem Film einen Kommentar sagen, dass ihr in die Kommentare unterhalb des Videos schreiben und vervollständigen sollt. Dafür habt ihr ganze 48 Stunden Zeit bis übermorgen 15 Uhr. Datum und Uhrzeiten, alles findet ihr auch nochmal in der Infobox. Und ihr dürft zu jedem Film maximal einen Kommentar schreiben, weil das Ganze eine Zufallsverlosung ist und ihr sonst bei dieser auf unfaire Art und Weise eure Chancen erhöhen würdet zu gewinnen. Das heißt, bei 4 verschiedenen Filmtiteln maximal 4 Kommentare pro User unter diesem Video. So einfach ist es. So einfach bleibt es. Fragen, Sorgen, Nöte dann gerne auf Twitter und Facebook. Nach Ablauf der Zeit bekommt ihr von mir eine Direktnachricht auf YouTube. Mit herzlichen Glückwunsch, du hast das und das gewonnen. Natürlich umsonst. Dann brauche ich noch euren Namen und eure Adresse. Und zack, habt ihr euren Preis umsonst im Briefkasten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir als erstes an mit Baymax. Von Baymax habe ich für euch dreimal zum Heim Kinostart, die Blu-ray als 3D Blu-ray, also gleich die Deluxe-Variante. Und das ist eben die Geschichte eines Jungen und eines seines Bruders und vor allem einem Roboter, den dieser entwickelt hat. Ein ganz feiner Animationsfilm über auch ein bisschen Heldendasein. Ein sehr witziger Animationsfilm von Disney Animation. Muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen im letzten Jahr. Unglaublich witzig. Wer den noch nicht gesehen hat, Baymax oder beim Original Big Hero 6, noch ein viel coolerer Name, hier auf 3D Blu-ray zu ergattern umsonst. Und wer gerne eine davon haben will, schreibt in die Kommentare: Robert, wenn ich einen Roboter hätte, dann wäre das, weil hier hat er ja Hero einen Roboter. Was für einen Roboter hättet ihr gerne und warum? Jedes Kommentar in diese Richtung kann eine 3D Blu-ray von Baymax abstauben. Als nächstes Jupiter Ascending mit Mila Kunis, mit Channing Tatum. Die Geschichte rund um ein Mädchen, das eigentlich als Putzfrau arbeitet auf der Erde, aber feststellen muss, dass sie ein größeres oder ein größeres Schicksal hat. Denn sie ist Jupiter Jones, eine Frau, der irgendwie zum Teil in das Universum gehört. Und es herrscht ein Riesenkampf um die Welten. Das Ganze ein Science-Fiction-Action-Film mit Sean Bean, mit, wie gesagt, Channing Tatum, Mila Kunis, viele andere Bekannte wie Eddie Redmayne, frisch gebackene Oscar-Preisträger mit im Cast. Ich mochte den Film nicht ganz so sehr, es wird sehr viel gefallen und es ist sehr viel Budget in diesem Streifen drin, wo man sich fragt, Tiefgang hätte dem gut getan, aber wer gerne Blu-ray oder DVD haben möchte, schreibt in die Kommentare, Robert, mein Lieblingsfilm mit Channing Tatum ist, und schreibt dann in Klammern dahinter, ob ihr auch Blu-ray oder DVD haben wollt, damit ihr nicht die Blu-ray bekommt, wenn ihr nur einen DVD-Player habt. Dann als nächstes hätte ich zum Kinostart von It Follows, ein sehr unkonventioneller Horrorstreifen, bei dem es nicht um Jumpscares geht, der aber doch irgendwie sehr beängstigend daherkommt und richtig cool ist, hätte ich für euch dreimal das Plakat zusammen mit dreimal zwei Kinotickets. Das heißt, wie so eine Art drei kleine Kinobesuchspakete, jeweils zwei Kinokarten und ein Plakat. Und wer gerne umsonst ins Kino gehen will und sich It Follows anschauen, da kann auf jeden Fall in die Kommentare unter dem Hashtag, schreibt ihr so Hashtag It Follows, könnt ihr auch auf Facebook oder Twitter machen, kann man ja überall auslesen, so Hashtags, drunter welche Person, weil es geht hier letztendlich um eine Art Geist, die dich verfolgt in It Follows und du musst versuchen, diesen Geist loszuwerden, abzuschütteln oder zu übertragen und solange hat er nur dich im Visier, folgt dir sehr langsam, aber überall hin und das macht es besonders gruselig. Also, und wenn ihr ins Kino umsonst gehen wollt, schreibt in die Kommentare Hashtags, also irgendwas mit Hashtag It Follows, wenn ich eine Person für immer folgen müsste oder welchen Promi würdet ihr, auch wenn ihr keine Stalker seid, wenn dann schon endlos stalken und hinterherlaufen, welche Person wäre das in eurem Leben? Klingt ein bisschen skurril und ein bisschen perfide, aber jedes Kommentar in diese Richtung kann also umsonst ins Kino gehen mit ein bisschen Glück zu It Follows mit zwei Kinokarten und dem Poster. Und zu guter Letzt zum Kinostart von Man in Chicken. Seit letzter Woche, seit dem 2. Juli läuft der neue Film von dem Regisseur von Dänische Delikatessen oder auch unter anderem Adams Äpfel oder Flickering Lights, wieder mit Mads Mikkelsen, die Geschichte zweier Brüder, die sich auf der Suche nach ihrem Vater auf einer kleinen Insel namens Ork begeben und müssen dabei feststellen, sie haben noch andere halb deformierte, sehr skurrile Brüder und eine ganz merkwürdige Familiengeschichte. Aber ich möchte nicht spoilern an dieser Stelle, aber wer Adams Äpfel oder Dänische Delikatessen mag, gleicher Regisseur, gleiche Crew, wieder Mads Mikkelsen mit dabei, hätte ich für euch zum Eingewöhnen auf Man and Chicken, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, viermal, ich zeige es euch mal, so zusammengeschüttete Pakete mit den drei Filmen, die ich hier schon genannt habe. Da ist Adams Äpfel, Flickering Lights und Dänische Delikatessen jeweils auf DVD hier zu haben. Viermal ein solches Package, also da seid ihr dann gut ausgestattet, was den Regisseur und Mads Mikkelsen angeht. Und wer ein solches Paket gerne haben möchte, schreibt in die Kommentare, welchen der drei Filme ihr hier am besten findet und warum. Ich glaube, ich mochte Adams Äpfel am liebsten. Er hatte so einen skurrilen schwarzen Humor und das ist irgendwie immer so streitbare Kunstfilme, die sehr abgedreht sind, aber es macht auf jeden Fall Spaß und das ist Kino fernab des Mainstreams. Also hier viel Spaß beim Reinschreiben, welchen der drei Filme ihr am besten findet und dann könnt ihr euch ja auch gerne Man and Chicken im
Kino ansehen. Quasi die neue Ergänzung von der gleichen Crew und gleichen Regisseur. Und das war's jetzt mit dieser kleinen kurzen Verlosung. Sobald die Post wieder fleißig liefert, wird's, werden die Stapel wieder größer. Und also jetzt viel Spaß beim Schreiben, denn ich bin durch an dieser Stelle und sage nur, lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr solche Verlosungen mögt. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt's hier noch ein paar Links um mich rum. Und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dann hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.